Blomberg TV. Frauenhandball Bundesligist HSG Blomberg-Lippe legt momentan wichtige Grundlagen. So stand für die Blomberger Handballerinnen eine spannende Abwechslung zum Trainingsalltag auf dem Programm. Sergej Goncharow vom Fitness- und Therapiezentrum Feelgood veranstaltete gemeinsam mit seinen Mitarbeitern für die HSG-Spielerinnen ein Bootcamp-Training. An 8 Stationen feilten die Handballerinnen dabei an Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Sergej Goncharow erklärt, was es damit auf sich hat. Das heißt also Bootcamp-Training oder von anderer Seite, das ist Physioathletiktraining. Das ist ganzer Körperansatz, jede Muskulatur muss arbeiten und wir arbeiten quasi in Vorbereitungszeit sowieso mit dem ganzen Körper. Das heißt, muss jetzt Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Wir laufen Parcours, verschiedene Stationen, das sind 8 Stationen. Jede Station muss eine Minute durchgeführt werden. Das heißt, die müssen einschätzen mit Kraft und Ausdauer. Und dann Station nach einer Minute wird gewechselt. Zudem powerten sich die Laura Magelinskas und Co. kürzlich im Rahmen einer Boxeinheit richtig aus und lernten dabei, sich auch in schwierigen Phasen durchzukämpfen.